einen wunderschönen guten Tag hier vom Sonntag, Nitro Olympics Hockenheimring 2024. Gestern, vorgestern, Freitag und Samstag habe ich bereits gefilmt, alle möglichen Rennserien. Auch diese Rennserie habe ich mehrfach gefilmt mit sich, Burnout und Unfall gab es gestern noch, Nightshow gab es gestern noch. Die Videos sind unfassbar gut, in der Beschreibung könnt ihr diese finden. Abonniert den Kanal, liked den Kanal, kommentiert meinen Kanal, schaut alle anderen Videos. Genießt das Video, Sonntag-Videos gibt's heute. Viel Spaß! Im Hintergrund hört man Motorräder, sind auch die Bikes auf der Strecke. Vorne sehe ich schon, wer Geiger steht, ganz vorne. Und hier in Hoggene wird Massare, der fährt Clyde drauf. Ich sehe noch, da sind noch ein paar Hayabusas, die noch vor ihm drauf fahren. Die waren gestern bei der Nachtshow auch am Start. Wie immer filme ich das so, als seid ihr selbst hier. Für alle, die nicht die Möglichkeit haben, hier zu sein. Für alle, die vielleicht einen der drei Tage verpasst haben oder zwei Tage oder alle drei oder was auch immer. Kann ja sein, dass einer aus gesundheitlichen Gründen nicht hier sein kann. Ich gebe euch die Möglichkeit, auf der ganzen Welt internationale Events zu sehen mit dem Fokus auf Racing, Autos, Motorsport. Da ist ja der Geiger. Das ist ein Camaro. Auch ein Sponsor hier von diesem Event. Der sitzt schon im Auto. Gehen wir mal an die Strecke. Semifinale. 27.000 zu früh für Schrödinger, aber Habermann mit 27.000 Reaktionszeit top dabei. Ein Platz im Halbfinale ist noch frei, wird der von einem Käfer ins Halbfinale. Im letzten Jahr wurde die Zoe Lia von einem VW Käfer gewonnen, aber Dirk Kuhnold ist schon in einer der ersten Runden ausgeliehen. Wie weit kommt Emilia Mahler mit dem von Red Bull Motoröl unterstützten 2,4 Liter Boxermotor? Sie will jetzt eine 10-7. Den Karl habe ich jetzt verpasst, den werde ich aber später nochmal filmen. Wahrscheinlich im Finale, vielleicht auch sogar das Halbfinale. Das hier ist jetzt das Viertelfinale. Pro E-Team. Wir kommen zu den Supergästern. Wir haben da Michael Fuchs auf der Turbo Total Geiger. Sechster in der Qualifikation. Hat er eben gesagt, beim Supergästern eine 9,90. Die hatte Oskar Skapoczin in der Qualifikation fast getroffen. Ein Burnout am Morgen für Trankuba und Sorg. Den Mann aus Italien. Hat meine Großmutter schon gesagt. Eines der ältesten europäischen Drag Race Teams, das ist die Banana Racing Bunch, zu der gehört der Italiener.
aus der Rabedolbahn und 30 Jahre Jubiläum, nein, 20 Jahre Jubiläum feiert im nächsten Jahr auch das Race and Racing. Sally Eggers lässt hier kräftig anrauchen. Ich hatte es gestern schon mal erwähnt, wer am Start zu langsam ist, der versucht oft auf der Strecke dann alles wieder rauszuholen und dabei wird dann der Index außer Acht gelassen, so wie gerade bei Micha Vogt gesehen. Aurélien Ménard mit dem im europäischen Drag Racing seltenen Ford Pinto von Aurel Motors aus Frankreich will jetzt ins Halbfinale kommen, aber da ist die junge Frau aus Bayern im Weg. Ihre Zeit eine 10.02 bei Aurélien Ménard, damit Sally Eckers. Oh boy. Oh, vorne kommt es raus. Ich dachte, es wäre was kaputt, weil das kam schon vorne aus der Ansaugung. Das ist einfach überall rein. Finale ist noch frei. Wer wird der Gegner des schnellen Italieners Oscar Scafocci? Ist es Pascal Cicovic vom Fast Damage Racing oder ist es der Cefoli Camaro, der von Marianne Wieloske gesteuert wird? Wir haben sie gestern Abend gesehen, wie sie Gerd Habermann öfter bei den Startvorbereitungen des Jets geholfen hat. Nun gibt sie selber es vom HWO unterstützten 7,8 Liter Cefoli Camaro und nun muss Marianne Wieloske versuchen, ein bisschen schneller zu fahren. Ja, super an der Ampel reagiert. Und deshalb gewinnt die 10,2 gegen die 10,0 von Pascal. Die Supercoms sind am Start und haben wir auf der Turbo Total Lane. Die Frau aus den Niederlanden hat in der Quali geworden. Die Indexzeit liegt hier bei einer 8,90 und auf der Rolle haben wir Qualifikation geworden. Also ein holländisches Duell hier. Kam als auf der Ja, wer für die Super-Guest-Klasse zu da die ganze Toilette gewackelt. Eine Sekunde von der Zeit abzulegen und statt Funny Fact nebenbei, um euch zum Lachen zu bringen. Fahren. Falls ihr mich überhaupt hören könnt bei dem Lärm. Schöner Lärm. Da ist aber das Zeichen, Cheyenne Pitta. Und die des Himmels. Ach, ist das ärgerlich. Da hat einer den Tierchen nach Sonnenuntergang noch ein bisschen Futter gegeben. Und wir können hoffen, dass das nicht ein weiterer Motorschaden ist. Da kam was raus, da ist irgendwas auf der Strecke, Flüssigkeit.
Und da ist ein ganz neu aus dem USA importierter Sportschaffi-Rock-Block drin. Cheyenne Kinder, die gerade 16 Jahre alt ist, hat bis jetzt einen sehr guten Einstand mit den Gremlin Redster gemacht. Und ich hoffe, da ist nur irgendwo ein bisschen was aus Überlauf rausgekommen. Vielleicht ist auch ein Dichtring undicht gegangen oder ein Filling losgeworden. Natürlich haben die heute früh im Fahrerlager alle einen Warm-up gemacht, aber Warm-up auf dem öffentlichen Fahrerlager ist was ganz anderes als ein 3-4 Sekunden langer Burnout mit Drehzahl, mit Vibrationen. Mit dem Chevrolet Camaro vom holländischen Brothers Race Team lässt hinten raus nur noch ausrollen. Die Strecke ist wieder freigegeben und wir mit einer guten Zeit, einer 8,97 in der Gefahr der Österreicher. Und auf der Rapport Lane, da haben wir den nächsten in der Weiland Family, Sepp Weiland aus Luxemburg, Siebter in der Qualifikation gewesen, mit einer 9,23. Dann wird es so mit der Rapport Lane auch relativ schnell gekommen. Den kann man dann nicht auf die Strecke lassen und 8,9 Sekunden Vollgas geben lassen. Denn es könnte sein, dass dann richtig viel Flüssigkeit kommt. Bei den Supercomp-Autos war der Sitz, fragt sich auch Riesen, das ist der 62. der erste Temperatur auf den US-Markt. Man weiß genau, wo sich die Opel-Designer in Rüssel zeigt. Der Qualifikation war die 5. Ist ihr Weg ins Semifinale. Den Weg möchten auch diese beiden jetzt gehen. Da haben wir auf der Ravenol Lane den zweiten aus der Qualifikation, Jans Habermann. Seine Zeit in der Quali 8,95 und Roberto Bonasso aus Italien, Sechster in der Qualifikation, mit einer 9,16 der Sieger trifft dann auf Kenneth Celestine aus den Niederlanden. Aufgepasst auf die Baba Yaga, das ist der Spitzname des 72er Chevrolet Vega, der hat einen sehr kurzen Radstand. Aus der Baba Yaga, Gerhard Habermann mit der etwas langsameren Reaktionszeit, aber mit der besseren Laufzeit, Geschwindigkeit mit 234 km Getriebe für den Allrad angeflanscht. Den Burnout absolviert Markus Welte ausschließlich mit der Hinterachse und bevor es dann an die Startlinie geht, wird der Frontantrieb noch dazu geschaltet. Im letzten Jahr war die Bestzeit hier in Hockenheim eine 7,5. Jetzt hat er sich hier auf eine 7,3 mit 3,4 vorgekämpft. Gestern in der Nachtshow, die ich gesucht habe, kam hier vorne aus dem Auspuffrohr, was auf der Motorhaube ist. Mal sehen, ob er diese 7,2 jetzt mit deutlich besseren äußeren Bedingungen als gestern auf die Viertelmeile brennen kann. Julian Mayer wird hier zurückgeschoben. Ich weiß nicht, ob da der Rückwärtsgang defekt gegangen ist. Das war gestern in der Nightshow schon der Fall. Aber jetzt, nee, der hat wohl den Rückwärtsgang drin, aber die Kupplung müsste da wohl unterstützt werden. Wie dem auch sei, Hauptsache, es geht richtig schnell nach vorne. Keine Indexe sind hier angezeigt, denn wir sind bei den Procomp Dorslemmern. Hier darf so schnell gefahren werden, wie es nur irgendwie geht. Die schnellste erlaubte Zeit in dieser Gruppe liegt bei 6 Sekunden.
Eine glatte 6-0 dürfte man fahren. Erst dann kommt man mit den Regelwerk in den Konflikt. Deswegen gegen die 7:41 von Julian Bayer. Und ich glaube, das nächste, was an den TTK Gold. Das würde Wheelie Bar werden, denn ich habe den gelben Gold noch nie vorne so hoch steigen sehen wie in diesem Start gerade eben. Und da hat er die entscheidenden Zehntel liegen gelassen. Das wäre wahrscheinlich für diesen Lachgasfahrzeuge, die haben manchmal einen kleinen Vergaserückschlag. Und was bei ihrem Straßenauto dann vielleicht mal ein bisschen Hups in den Luftfilter reinmacht, das sieht bei einem Lachgasmotor dann so ungefähr so aus. Da kommt dann mal kurz die große Fackel aus dem Motorraum. Dumm gelaufen bei René Eresmann. Das ist nicht sein eigentlicher Rennmotor, das ist sein Ersatzmotor. Und mit dem ist er jetzt leider aus dem Rennen. Es dürfte kein großer Motorschaden sein. Es ist wie gesagt nur eine kleine Spare Motor. He hurt his main motor at exactly 1 year ago at the Nitro Olympics and he's still waiting. Das sind jetzt wieder Superbro-Fahrzeuge. Wenn sie mir noch nicht alles so geläufig, es kommt mit der Zeit. Ja.
kann der Mann aus Iserlohn zurückschlagen. Er ist erster durch die Ziellichtschranken gefahren. Sekunde Rödel. Robert Gassner ist also ins Halbfinale vorgefahren. Sein Gegner wird jetzt auszufahren zwischen dem Schweizer Chef vom Lex Power. Wie sagen die Schweizer, eine Garage, also eine Werkstatt. Der dritte mit den Turbolasten und will eine 77 fahren, das heißt 15 Hundertstel Vorsprung jetzt für die Rappelbahn auf der Alex Halter startet. Von der Ampel wegzufahren. Alex Halter fährt einen Breakout von 200 Sekunden.